Figurenspieltherapie, das ist eine Therapieform, eine Methode, wo Kinder, aber auch Jugendliche, Erwachsene im Spiel mit den Handfiguren all das ausdrücken können, was in ihnen innen ist, was sie vielleicht sonst mit Wort gar nicht so sagen könnten. Die Figuren, die sind so wie ein Teil, das sind ein Teil von ihnen selber. Und diese Figuren, die können dann das sagen, was sie vielleicht bedrückt, was sie traurig macht, was sie verrückt macht. Ja, was sie aber auch gerne haben, all das können sie sagen. Also das Kind schläuft in die Figur rein. Und wenn das Kind in die Figur rein schläuft und mit dieser Figur spielt, ist es eigentlich so, wie wenn das Kind mit seinem Herz, mit seinem Bauch, mit seinem Kopf, mit dieser Figur alles kann sagen. Und es hat ja ganz unterschiedliche Figuren. Es hat Figuren von Baby bis alte Menschen, es hat Helferfiguren, es hat Tiere. Jede Figur zeigt wieder etwas anderes und das Kind, das wählt einfach ganz spontan, mit welcher Figur dass es etwas spielen will, etwas von sich sagen will. Und die Kinder, die ja spielen bei mir, die spielen ihre ganz eigenen Geschichten, wo ich ihnen helfe, sie auf die Bühne zu bringen, die können Figuren gestalten bei mir, das, was sie am liebsten wollen, das, was auch wieder etwas von ihrem Inneren zeigt. Ich erzähle den Kindern Geschichten, wir machen Spiele, wir zeichnen, malen, lächeln, die unterschiedlichsten Sachen. Und das braucht auch so Zeit und das kann man nicht einfach in zwei, drei Stunden und dann ist ein Problem gelöst. Die Kinder kommen von verschiedensten Orten und Zuweiser zu mir. Manchmal ist es ein Arzt, aber es ist nicht nötig, dass er eine Empfehlung macht. Sie kommen ja über Lehrkräfte, über schulpsychiatrische, psychologische Dienste, andere Beratungsstellen, soziale Dienste, kommen sie zu mir oder einfach die Eltern gerade selber oder über Empfehlung durch andere. Der wichtigste Teil ihrer Figurenspieltherapie ist sicher das Spiel. Das Kind kann, wenn es bei mir ist, kann es mal Requisiten aussuchen. Es hat allerlei Requisiten. Und so wählt das Kind aus, was es ganz spontan, was es einfach denkt, das brauche ich jetzt gerade für Geschichte spielen. Es wählt auch Figuren aus, Tiere und Menschen. Das Kind wählt die Figuren aus, die es möchte und gibt mir die, die ich spielen soll. Wir gestalten zusammen eine Bühne gestalten und ich probiere mit dem Kind so zu spielen, dass es ganz tief in die Geschichte hineinkommt. Das Spielen mit den Figuren, das hilft dem Kind, das auszudrücken in Geschichten, in Bildern, wo im Kind wie blockiert ist, wo er sich nicht ausdrücken kann mit Worten. Auf dem Geist ist eine Spinne. Voll im Auge. Voll im Auge. Hey, Stier! Ciao, Stier! Schau mal, das ist ein Haufen. Das ist vielleicht von mir, weil mir fehlt eins. Was ist denn mit dem passiert? Das ist mir auch abgekehrt. Da steht ein Stier drauf, auf diesem Haufen. Ja, was machst du jetzt damit? Wieder zu meinem Bauch bringen. Ah, sehr gut. Ja. Aber wie merkt man denn, dass jetzt die Figurenspieltherapie fertig ist? Ja, es merken doch einfach alle, es geht dem Kind besser, es hat wieder Tritt gefasst, es ist wohl in seiner Haut.